Ja, willkommen zurück zu Hades. Ich wollte noch ein letztes, drittes Abschlussvideo machen, während ich mich nochmal hier durchkämpfe. Ich hoffe, ich kann jetzt reden und kämpfen gleichzeitig. Ich werde erstmal das hier abholen, bevor ich loslege. This one was bound to show up, I guess. In the name of Hades, Olympus, I accept this message. You've got quite the fighting spirit in you there, I have to say. Most intriguing. And yet no surprise for someone born in hell itself. You come on out of there and tell me all about it. I'm a fellow student of death, you see. Der Ares. Und der gibt Schmerzen. Verderbnis. Nehme ich das einfach mal. Okay. Also. Ich hatte den Eindruck, Hades ist jetzt nicht so das Spiel für meinen Kanal. Also es ist wirklich kein schlechtes Spiel. Ich mag es auch. Auch gerade so, was halt eben das Genre angeht. Roguelike, Dungeon Crawler. Finde ich es auch bisher relativ angenehm. Aber es ist halt wirklich auch nicht mein Genre und ich glaube auch nicht so, dass so zum Zugucken gut ist. Weil man halt doch eben viel. Ja, man ist eigentlich ja hauptsächlich nur damit beschäftigt, so Hack and Slay-mäßig hier durchzurennen. Ich meine, die Story ist, finde ich, auch okay. Die Dialoge sind ganz witzig und mir gefällt das Setting. Und sowieso auch die Grafik. Überhaupt nichts dran auszusetzen. Also, dass ich jetzt nur drei Videos gemacht habe, oh Gott, hat nichts mit dem Spiel, also der Qualität des Spiels zu tun. Sondern nur damit, dass es halt eben sich, finde ich, jetzt für zum Zugucken nicht so eignet und ich bei solchen Games halt auch nie so sicher bin, wie lange ich die überhaupt durchhalte. Bisher habe ich noch keins, glaube ich, dieser Spiele, dieses Genres zu Ende gespielt. Deswegen. Es ist für mich, glaube ich, was ich vielleicht ab und zu mal so ein bisschen für mich nebenher zocke. Aber ja, mehr auch nicht, deswegen. Wenn man Spaß an dem Genre hat, besonders viel Spaß hat, und kann ich das schon empfehlen, das Game, auf jeden Fall. Ich denke, dann könnte einem das sehr viel Freude machen. Ja. Und ab dem Punkt wiederhole ich mich eigentlich nur, wie gesagt, liegt das nicht am Game, dass ich das nicht so großartig weitermache. Und höchstens für mich, sondern halt, wie gesagt, einfach nur am Genre, weil es mir nicht ganz so liegt. Ich komme jetzt nicht an dich ran, ne? Ja. Ja, und damit gucken wir jetzt einfach mal, wie weit ich jetzt hier gerade noch komme mit dieser Runde. Und dann war es das von Hades. Rechts, links, auch zubezeichnet, kenne ich noch nicht, nicht dadurch. Your Highness. Was haben wir denn da? Hey, Prinzette, must look like I'm slacking off with the old boulder here. Sie sieht was. I was just getting back on my feet. The Fury Sisters don't often leave me be. Where'd they go, anyway? And, what are you doing here? Oh, you know, just out on a little stroll is all. Do me a favor, though. You see the Fury Sisters, let them know I was headed down the way I came from, will you? Oh, I'll let them know, all right. I hear you loud and clear, Your Highness. I'll just go about my business now and you take care. Ja, okay, der bietet Heilung an, Finsternis oder Scharons Obolus. Oh, ich habe nicht drauf geachtet. Ich glaube, ich hatte noch 40 von 50. Ah ja, da steht sogar. Ach, das ist praktisch. Dein Lebenskraft 40 von 50. Dann nehme ich Finsternis mit. Dankeschön. You got it. Cheers, mate.
Schon geht's witzig, wie sie die ganzen Charaktere aus den griechischen Sagen halt hier so untergebracht haben. Farewell, Highness. Fight me. That's what you get. He's quite the chap. I'll give him that. I'll give him that. And now I'll give you this. Ich habe das Gefühl, ich treffe irgendwie auf Dionysos zur Zeit. Cheers to that. Cheers. Perfect. Hab ich eine Auswahl? Nein, hab ich nicht. Ich finde ja, die Gegner sehen ein bisschen aus wie so eine dicke Version von Dionysos. Sagt es Dionysos nicht. Oh shit, Falle. Good for the health. Wenn ich wieder zu dieser Irinia komme, dann bin ich gearscht. Die jetzt auch, hat man Ende des letzten Videos gesehen, für so eine erste, für einen ersten Bosskampf schon ordentlich. Schon 300, was mache ich mit dem ganzen Geld? Bräuchte ich mal wieder so ein Händler. Doomstone, just great. Oh oh. Ja. Sehr uncool. Gar nicht in die Strahlen zu laufen, ne? Ich steh drin, ich steh drin. Nein, 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 nein. Ah. Ja, den schaff ich nicht. Wäre was anderes, wenn man so Dark Souls-mäßig beim Ausweichen Schaden umgehen würde. Achso, ich habe ja noch so mein zweites Leben. Aber so halt auf die andere Seite von den Strahlen zu kommen, ist halt ein bisschen problematisch. Aber vielleicht kriege ich es jetzt noch hin. Ja, cool. One less giant evil crystal then. Klingensport. Das wäre sogar episch. Dein Spurt schwört deinem Ausgangspunkt entgegen. So, okay, okay. Oder nach dem Einsatz von Todesverachtung fügst du bei diesem Scharmützel mehr Schaden zu. Was war denn Todesverachtung? Ach so. Aber ich habe das ja im Prinzip schon eingesetzt.
Aber ich bin ja eben schon mal wieder belebt worden, deswegen nehme ich mal das. Aber ich hoffe mal, dass ich mich selbst an dem nicht verletzen kann, was ich da hinterlasse. Das wird ungünstig. Oh, warte, da war... Nein! Ich hab die... Ich will zurück. Da war so eine Truhe, die hatte ich vorhin noch, vor Beginn der Aufnahme hatte ich die freigeschaltet. Mit diesen Münzen. Also mit diesen Edelsteinen, man kann da ja Sachen renovieren. Da hatte ich den Kammern eine so eine infernale Truhe hinzugefügt, das war die, glaube ich. Ich hab sie übersehen, so ein Dreck. Das war's. Wie immer, es gibt kein Entkommen. Ich glaube, ich komme auch gefühlt in dem Spiel nicht besonders weit. Es ist halt, ja, ist nicht mein Genre. Ich bin echt schlecht in so. Das ist einfach. Ja, stimmt, Hypnose ist weg. Ich würde es schon gern eigentlich weiterspielen. Also, wie gesagt, insgesamt gefällt es mir schon ganz gut, aber ich befürchte, ich habe da nicht so die Ausdauer für, weil es. Mir einfach zu schnell geht. Da habe ich meistens nicht mehr so den Kopf für. Da geht einfach zu viel auf dem Bildschirm ab für mich. Ich werde alt. Nee, ich glaube, das war bei mir schon immer so. Obwohl ich das zumindest in Hades finde ich das Neuanfang ist noch finde ich es noch erträglicher als ich hatte schon andere Dungeon Crawler. Der Art, die, wo du auch halt immer wieder neu anfängst, die fand ich weniger abwechslungsreich. Ich finde, Hades geht da tatsächlich noch, aber ja. Nicht so ganz meins, trotzdem insgesamt natürlich, wenn man das Genre mag, ein sehr schönes Spiel und deswegen, ja, vielleicht selbst einfach mal ausprobieren, wenn ihr Bock habt. Von mir gibt es dazu aber kein weiteres Video. Ich hoffe, ihr versteht das und ich glaube, so von den Aufrufzahlen her kann ich, glaube ich, auch ganz gut einschätzen, dass es jetzt auch nicht so mega gut auf meinem Channel ankam. Deswegen denke ich, ist das okay mit den drei Videos. Dann nichtsdestotrotz danke fürs Zuschauen und das Schöne an Games, es wird immer wieder neue geben. Wir werden mit Sicherheit demnächst irgendwas anderes ausprobieren. Bis dahin, macht's gut.